Nee, ich schmeiß die Leute gleich raus. Warum soll man die erst zum Mitglied degradieren und dann rausschmeißen? Machen wir doch sofort. Kommst du wieder, wenn du aktiver bist? Da ich ja immer netter bin. Liebe Grüße, Toto. So, und ab dafür. Ja, so geht das hier. Ich schmeiß die Leute jetzt sofort raus, wenn die nicht einmal angreifen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem ganz schön, ja, ich bin ganz schön, ihr wisst schon, ne? Wenn man Pipi machen muss und sich dabei selber, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Mann, ich will nicht sagen, ich bin auf 180. Ich meine, ich erwarte jetzt auch nicht die Übereuphorie hier nur, weil ich jetzt mal wieder so ein bisschen aktiver bin. Aber ich erwarte wenigstens, dass wir das mal, was wir eigentlich immer gemacht haben in der CWL, irgendwie unsere Angriffe gemacht haben. Und dann ärgert einen das schon, dass einige Angriffe nicht gemacht wurden und wir eigentlich jetzt schon wieder auf dem Abstiegsplatz sind, obwohl wir da gar nicht hingehören. Aber das ist ein anderes Thema. Also es ärgert mich wirklich. Mal gucken, was der Sanchez hier gemacht hat. Auf die Nummer, ja, letzter auf letzter. Musste ich doch mitnehmen. Ist aber nicht so schlimm, dass ich den Sanchez hier mit eingesetzt habe. Zumindest nicht hier im unteren Bereich. Da brannte jetzt nicht so viel an. Und ich meine, 4-4 Bases auslassen, das ist ja eigentlich schon ja, ein Viertel-Meet. Ich meine, von 15 Bases sind nur 11 angegriffen. Ich war, muss ich ehrlich sagen, heute Morgen so ein bisschen ja, angedröselt. Also ich konnte es fast nicht glauben, dass wir so viele Angriffe wieder nicht machen. Der Saisonstart ist genau wie letzte Saison, im Februar, meine ich, war es, auch mit nicht angreifen und dann diskutieren im Discord und bla und blub. Und ich diskutiere aber jetzt nicht mehr, ich schmeiß die Leute jetzt einfach raus und wenn der Clan am Ende dann leer ist, dann ist es halt so, dann kann ich hier halt erstmal keine Liga mehr spielen. Mein Gott. Oder wir lassen die Liga einfach links liegen. Kann man ja auch mal. Es gibt ja auch Clans, die spielen die Liga schon gar nicht mehr wegen dem fairen Matchmaking, was es hier ja nicht gibt. Gibt es etliche Clans, die sich da eher sagen, komm, lass mal Liga. Ich meine, es gibt natürlich nette Medaillen, auch wenn du nur so ein bisschen was machst. Und für die Medaillen kannst du dir ja auch was Nettes holen. Ich kann mir mit dem Avatar hier gar nichts mehr holen, weil ich 2.500 habe und müsste die jetzt eigentlich irgendwie mal ausgeben. Ich weiß nur nicht für was. Ich habe letztendlich alles mit diesem Account hier, mit dem Rathaus 13, außer Mauern. Mauern kannst du dir leider nicht kaufen. Jetzt könnte ich mir natürlich ganz, ganz viel Gold und Elix davon kaufen und könnte die Mauern machen, ne? Das ist auch gut. Das ist auch eine gute Idee. Warum bin ich da nicht eher aufgekommen? Naja, wir gucken uns die schönen Angriffe hier an. Also, Sanchez 3 Sterne hier gegen die Noah 15. Und unser Albtraum greift hier auch an. 14 auf 14. Man kann es gar nicht glauben, nur eine Rathausstufe runtergegangen. Ich kann es ja fast nicht glauben. Mensch, nur eine. Er konnte echt mal einen 13er machen. Auch nicht schlecht. Gegner hatte eine suboptimale Clanburg, so will ich das mal sagen. Ich meine, wenigstens so ein bisschen. Na, Luft, finde ich, sollte dabei sein, weil Luft ballert halt auf alles. Die Truppen, die da unten jetzt rauskommen, die gehen halt nur auf Bodentruppen. Und wenn du da mit Luft angreifst, hast du natürlich leichtes Spiel. Es ist auch eine komische Taktik hier, ne? Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. All in, würde ich sagen, heißt die Taktik. Ich will jetzt nicht garstig sein, all in. Aber irgendwie hat das ja mit 3 Sternen dann doch noch hinter sich gebracht. Hier übers Rathaus, Bombe geht hoch, ist aber nicht so schlimm, denn er hat jetzt hier in der Mitte ganz, ganz viele Päcker, Riesen sind noch dabei, die sind jetzt erstmal nur ein bisschen geslowt, geht jetzt aber gleich weiter. Sprungzauber, ich hätte fast gesagt, gar nicht mal so schlecht. Okay, die Yeti springen da auch noch. Also, ich lasse den Angriff einfach mal laufen, ohne mein hirnloses Geschwätz dazwischen. Ey, Mann. Einfach mal den Mund halten. Genau, einfach mal den Mund halten und genießen. Und nicht mehr so viel ärgern. Also,
Ich weiß auch nicht, mich ärgert das. Mich ärgert das. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt nicht erwartet, dass alle hier in Euphorie ausbrechen und hurra, hurra, der Toto ist wieder da und macht wieder ein paar YouTube-Folgen und zeigt mal wieder ein bisschen was aus den Clan-Kriegen hier oder überhaupt von Clash of Clans. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Denn dann gehe ich lieber wieder offline und mache wieder gar nichts, wenn es denn dem Zwecke dient, dass hier alle wieder ihre Angriffe machen. Ich muss übrigens dann denken, dass ich dem Kollegen gleich auch im Discord die Rolle wegnehme, also auch in der Beschreibung der Link zu unserem Discord, wo tatsächlich auch mal was geschrieben wird, ab und an. Man glaubt es kaum. Immer so ein schönes Wochenende und einen schönen Wochenstart und schöne Liga. Wünsche ich natürlich auch allen eine erfolgreiche Ligawoche. Im Clan Free-to-Play übrigens, wo wir gestern noch waren, haben wir 31 Sterne geholt. Ich habe 4 Sterne beigetragen. Da könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, habe ich einen Dreier gemacht und einen Einer oder eher zwei Zweier. Also 4 Sterne habe ich mit 2 Accounts zumindest gemacht. Und dann haben wir hier so schöne Angriffe wie von Herr Max. 14 auf 14. So, das ist ein Rathaus 14-4, also in 4. Ausbaustufe. Die Scattershots sind jetzt noch nicht so stark. Okay, da hat der Kollege ein bisschen gebummelt. Das müssten noch 1er sein oder sind das schon 2er? Ich glaube, das sind noch Level 1 Scatter. Scattershots, mal sehen, was der in der Clanburg hatte. Den Angriff habe ich noch nicht gesehen übrigens. Aber Max spielt sehr, sehr häufig in Hybrid. Hybrid immer noch gut für... gut zu gebrauchen für 3 Sterne oder gute 2 Sterne oder auch mal um einen vermurksten Angriff irgendwie zu retten. Aber er hat ja echt leichtes Spiel hier. Die Adlerartillerie hier schön am Rand und der Kollege hatte wenigstens eine Lufttruppe drin mit dem Lavahund. Also hier gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich hatte auch mit meinen Angriffen, glaube ich, auch Lavahunde jeweils da drin. Aber das war auch bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich ja mit den großen Drachen angegriffen habe. Und die dann natürlich hier die kleinen Welpen ganz, ganz schnell wegputzen. Ich muss mal gucken. Mir ist aufgefallen, dass einige von uns auch noch die Bauhütten hier irgendwie so am Rand haben. Da machen die natürlich nicht wirklich Sinn. Ich meine, so ein bisschen schon, der würde noch ein bisschen zur Kanone gehen. Aber was der hier jetzt rettet, das ist jetzt der Rettung nicht wert. Also wenn ihr das jetzt seht, dann schaut vielleicht auch mal über eure Base, ob die Bauhütten da nicht vielleicht sinnvollerweise in der Base irgendwo platziert werden können. Denn sie verteidigen ja und der Kollege, der da drin pennt, repariert dann ja auch beschädigtes Material, also Gebäude, Verteidigung und so weiter. Und da kann man das sicherlich dann schon etwas besser gebrauchen als irgendwo am Rand, wo die eigentlich gar nichts großartig machen, sage ich jetzt mal. Oder nicht wirklich ihren Platz haben. So, jetzt kommen schon die Hawks aus der Clanburg mit dazu. Ich meine, der da hinten, den ich jetzt noch markiert hatte, der läuft da nur rum, ja. Und der wird es aber jetzt gleich auch nicht schaffen, die Sachen zu reparieren. Naja, ich muss ein bisschen tiefer Luft holen. Und vor allen Dingen mal meinen Kaffee trinken. Boah, schmeckt der gut. Eieiei. Er schmeckt aber gut. Nehmt ihr immer, wenn ihr Kaffee trinkt, nehmt ihr eher den normalen, so außer Kaffeekanne, also so einen richtig gebrühten oder... Also dieses hier ist jetzt ein Senseo-Kaffee mit 2 Pads für einen großen Becher. Und ich habe aber heute Morgen schon normalen Kaffee. Der Unterschied ist schon, finde ich, ich will nicht sagen gravierend, aber mir schmeckt eigentlich beides. Und je nachdem, wo ich gerade Bock drauf habe, nehme ich halt Maschine 1 oder Maschine 2. Meistens mache ich mir eine Kanne morgens recht voll, trinke die aus. Nicht ganz alleine, aber... Und danach im Laufe des Tages nehme ich den Senseo Kaffee. Aber egal. Okay. 11 von 15 und der Gegner hat 15 von 15. Der Gegner hat nämlich echt mal mau angegriffen. Ihr seht das hier. 4x 1 Stern, einmal 0 Sterne. Die Locos Norte. Und so kommt es natürlich, wie es kommen muss. Wir sind 7. hier mit 23 Sternchen. Naja, was soll ich? Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Natürlich habe ich eben noch ausgetauscht. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das, was jetzt so ein bisschen im Titel steht. Jetzt müssen wir irgendwie mit Plan B hier so ein bisschen weitermachen. Und dieses Bild hier übrigens mit Plan B, das mache ich mal zum
Ja, würd ich mal sagen, das machen wir eben mal zum Thumbnail-Bild. Die hole ich mir auch mal von hier, das lade ich dann hoch in meinen Google Drive und baue das dann so ein. Also hier muss jetzt Plan B ran und damit wir noch weiterhin in der Liga bestehen oder auch nicht bestehen. Aber ihr seht das hier, ich habe hier ganz viele Marken, nämlich 2.500 und kann die nur in Statuen und so ausgeben. Okay, Mauerringe könnte ich mir jetzt auch noch viele holen und natürlich Gold und Elex. Würdet ihr das machen? Fragezeichen. Die Aufgabe gebe ich euch mit ins Wochenende. Denn wenn euch diese gruselige Folge denn trotzdem gefallen hat, dann lasst mir einfach jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.